Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Party 2. Mario ist am Start, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten ja das letzte Mal mit dem Piratenbrett angefangen. Ich bin auf das Feld gekommen, aufs Blaue, und habe 3 Münzen plus bekommen. Nur so als Info, falls ihr den letzten Part jetzt verpasst haben solltet, könnt ihr euch in der Zeit gerne nochmal anschauen. Es ist wichtig, weil dieser auf den letzten Part aufbaut. So, jetzt muss aber Peach erstmal ein Minigame machen und da müssen wir jetzt warten. Zumindest habe ich noch keine Ahnung, wie man dies überspringen kann. Ich glaube, man kann es nicht überspringen in Mario Party 2. Falls dem so ist, belehrt mich doch bitte den Besseren. So, Peach hat's geschafft. Ja, die freut sich jetzt und backt sich selbst ein Eis. Definitiv. Und jetzt ist Donkey Kong dran. Dann ist die erste Runde auch schon wieder vorbei. Ja, ich habe jetzt erst Mario Party 2 in nächster Zeit regelmäßiger bekommen, zu kommen. Naja, dass wir das Projekt auch, da keine Ahnung, es ist nicht über Monate rauszieht. Weil das ist unnötig, da machen wir jetzt irgendwie 3-mal in der Woche oder zweimal. So, jetzt kommt ein Minigame. Probieren wir es einfach mal. Kann auch noch safe gehen. Irgendwie. So. Halt. Ja. Ich bin mal. Recht positiv. Drauf. Was das betrifft. Und oh! Damn it! Ich bin wieder am Start, hab ein paar Punkte bekommen. Richtig nice gesetzt. Da bin ich froh. So, und jetzt bin ich wieder dran am Zug. Ah, ist ja einfach lustig, Mario Party. So, 10 Felder darf es gehen. Das war jetzt nicht so toll, aber mei. Oh, danke. Für das Geld. Echt nett von die Bowser. Das kenne ich gar nicht so nett, ne? Finde ich korrekt. Oder eine Münze mehr, dann bin ich mal ganz gut. Ah ja, weil den Yoshi haben sie jetzt auch immer 5 Münzen weggenommen. Und hier haben sie den Abend nochmal welche weggenommen. Und der wird jetzt hier random hinkatapultiert. So, da ist die Peach. Die macht jetzt was? Die bekommt Item. Die freut sich. Okay, das, was da gerade abging, habe ich nicht ganz verstanden. Keine Ahnung, so. Und die Peach zahlt jetzt 1 Euro, um da durchzukommen. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. So. Und Donkey Kong muss noch geschwind. Und schon gibt es dann wieder ein Minigame. 4-Player-Minigame. Und dann ist auch die zweite Runde schon wieder vorbei für heute. Naja, wie schnell das alles vergeht, das ist krass. Dabei, ich habe keine Ahnung, wie viele Runden wir jetzt inzwischen schon hatten. So, Skateboard Scramper ist das nächste Minigame. Probieren wir es einfach mal. Random probieren. Das geht ja immer am besten. So, ah ja, wir müssen wegrennen.
out, zurückgeblieben bin ich mal. Das war nicht so schön, also das ist ein bisschen dunkel und alles ist nicht so schön. Ach, mach mal kurz so ein Licht aus, was hier brennt, warte ich mal kurz. Ja, das wird ja eh jetzt spannend weiter nach drin hier. So, scheinbar war Yoshi sogar ein bisschen schneller als Donkey Kong. Habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Keine Ahnung. So, ja, heute jetzt hier kann ich Peach überholen. Das finde ich gut. Hoffentlich klappt das. So, aber erstmal würfel ich und kann drei Fälle. Das war jetzt nicht ganz so toll. Oh mein Gott, es wurde aufs Schiff katapultiert. Was? Ja, als ob da jetzt einfach mal so ein Block rumliegt, wo ein Stern drin ist. Und als ob Yoshi jetzt damit einfach mal zwei Sterne hat. Und als ob ich jetzt einfach mal so Peach früheren Platz katapultiert wurde. Wobei das, glaube ich, gar nicht mal so scheiße ist. Aber ich habe keine Ahnung, ob dem so ist. Und jetzt ist Donkey Kong der nächste Söldner, der auf dem nächsten Boot landet. Und schon wieder mal Minigame. Geht da alles recht rasant hier tatsächlich. So, Bumba Balls, so heißt es. Okay, so, wie geht denn das? Ah ja, wir müssen hier einfach damit rumrennen und dürfen nicht runterfallen. Das wird witzig. Ah, wir müssen die anderen runter. Nein, nein. Komm, Mario, das machst du jetzt klar. Ich sag dir, Mario, das machst du jetzt klar. Gerade weil so schön in Richtung Abgrund. Da hätte man einfach nur noch so Hashtag okay sagen sollen. So, auch wenn es mir schwer fällt, weil ich mag ja eigentlich die Prinzessin. Nein! Nein! Dammit! Das hätte ich jetzt fest an Swinard gewesen, easy gemacht. Ich wollte nur sagen, ich würde die Prinzessin ungern runterstoßen. Aber ich will es doch. Mann! Wäre lustig gewesen, wenn er so gewesen wäre. Aber dem war nicht so. So, jetzt bin ich wieder dran. Heidi Wutzki vergeht es halt die Schnelle. Und ich werfe Würfel 5. Ich werfe 5. Was ist denn wieder mit meinem Deutsch hier heute los, ey? Also, wenn meine Deutschlehrerin. Gott, die ist der Horror, by the way. Aber wenn die das Video haben wollen, würde sie ein bisschen doppelt killen. Einmal, weil ich die ganze Zeit diese komischen Deutschfehler hier reinbaue. Und weil ich gerade gesagt habe, dass sie der Horror ist. Sehr schön. Okay, also. Was für ein Glück, dass sie nichts für meinen Kanal weiß. Und davon auch nichts erfahren wird. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht über meine Lehrer reden oder über die Schule. Um Gottes Willen, sondern hier über Mario Party. Denn schon wieder ist eine Runde vorbei und es gibt schon wieder ein 4-Player-Minigame. Die Minigame, ob er wieder geil ist, deutsches Wort. Applaus. Heute wenigstens Sprachsini. Ah ja, Mario Kart in Mario Party, sehr schön. Der First on to complete. Ah ja, der erste, der 4 Runden macht. Ja. Gewinnt, man darf halt nicht aus dem Kurven fliegen. Das kenne ich, jetzt habe ich es mal gespielt gehabt. War komisch. Also, willkommen zu Let's Play Mario Kart in Mario Party. Und mich haut es erstmal gleich aus dem Kurven. Das ist so eine Art Carrera-Gedönse. Nein, jetzt hat es mich rausgehauen. Nein. Ja.
Schade. So, Donkey Kong hat gewonnen. Also diese Carrera Mario Kart Gedönse, wo wir nur die Köpfe sehen, ist ja sehr interessant und lustig, aber für mich nicht wirklich sehr interessant. Und Donkey Kong tut, dass wir nach vorne arbeiten. Und diese Zusammensetzung, Yoshi, Donkey Kong, Peach und Mario. Diese Zusammensetzung ist bei Mario Party 1 sehr oft gewählt. Ich hatte immer die Charaktere und meistens war so das Ziel. Zufall? Ich glaube ja nicht, aber ich weiß es nicht. So. Also, 3 Punkte plus gemacht. Ne, das ist jetzt. Das ist jetzt nicht wirklich spektakulär. So, Yoshi bekommt einen Punkt nach den anderen. Und hat jetzt schon 2 Sterne. Also, ich bin zwar kein Wahrsager. Wäre cool, wenn ich einer wäre. Und jetzt muss Peach übrigens schon 2 Münzen zahlen. 3 sogar, sorry. Um durchzukommen. Auf jeden Fall, ich bin zwar kein Wahrsager. Aber ich glaube trotzdem, dass Yoshi gute Chancen hat zu gewinnen und den Sieg nach Hause holen wird. Sind wieder. Mein Deutsch ist heute echt gut, ey. So, 4 Player Minigame, das ist schön. Ja, und zwar der Mesa-Marathon. Ja, natürlich, ne? Der, der als erstes ins Ziel kommt, der gewinnt, das ist ja klar. Oder so. Hallo? Okay. Ich drücke schon die Hallo, das reagiert einfach nicht, ne? Wenn meinst, liegt natürlich nur ein Zeichentrick, weil es hat nicht gescheit reagiert. Ja, es wird dann sorry dafür, aber die kommen alle nicht ins Ziel. Aber Yoshi hat es am meisten am weitesten geschafft. Also, das war bei mir mal wieder eine Spitzenleistung. Aber interessant mal wieder zu sehen, dass Yoshi natürlich der erste ist, ne? Wer hat's gedacht? So, die letzten 10 Runden stehen schon an. Halleluja. 1, 2 machen wir heute noch. Dann sollten wir einigermaßen hinkommen. Und ich bekomme wieder 3 Münzen. Nicht spektakulär, wie gesagt. Das ist jetzt nicht so krass. Ja, die Hälfte an Runden haben wir jetzt schon hinter uns. Naja, wie bei Mario Party 1. 3 bis 4 Parte füllt so ein Spielbrett normal. Und bei den Spielbrettern, die es hier gibt, könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wie lang dieses Let's Play dauert. Ist ja da gerade, das denke ich mal, ist nicht so schwer. Ne, ich muss mal schauen, durch was ich das hier ersetze, wie ich das mache. Weil ich habe ja primär eigentlich im Yoshi's Valley World und Mario Party. Und ich habe in April 2 startende Projekte: einmal Yooka-Laylee am 11. und einmal Mario Kart 8 Deluxe am 26. Und da kann ich mal schauen, ob welches von den beiden Projekten welches ersetzt. Also ob jetzt Mario Party zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe ersetzt und Yoshi's Valley World dann eben Yooka-Laylee, muss ich mal schauen. Aber erstmal hier zu Tipps Turnier ist das jetzt. Tipp the Pixel Frame, Upload, Down, Left. Ah ja, okay. Wir machen's mal. Bei dem weiß ich auch eher, was es geht. Ja, natürlich, ne? Ja, wir müssen die Eier, das Bild fertig bekommen. Und wer das erste schafft, der ist King. Nein. Der Yoshi macht das. Warte. Wenn das Yoshi jetzt ganz kurz vor mir fertig wird. Mann! Damit, Digga, wieso kommt das hier nicht? War nein! Das war richtig easy, keiner hat's geschafft. Und ich war so kurz davor. Frustrierend, dass ich das nicht hinbekomme. So. Also, wieder 10 Münzen mal wieder.
und ich tue mal von Yoshi Münzen klauen. Wetten, dass er mir jetzt irgendwie weniger... Für 21. Aber immerhin. Auch damit bin ich zufrieden. Ja, und ich hole mir natürlich meinen ersten Stern. Dankeschön dafür. Bin ich ganz happy mit. Und damit bin ich schon ganz schnell Zweiter geworden. So, wo ist jetzt der nächste Stern? Hoffentlich in der Nähe von mir. Ah, seht ihr in der Nähe von Yoshi. Und der wird sich den Safe knallen. Krallen! Was laberst du wieder von der Scheiße, ey? Dachte ich gerade, du Scheiße, ich tue auf dem Bowser-Feld landen, aber. Halleluja, dass die nix war! Oh, was ist hier? Sense-Item. Interessant. Ah ja, da muss er so werfen und muss dann irgendwie immer das... Oh nein! Da wird entscheidet, wer was... Nein! Ja, komm. Ach so, nee, ich dachte, das ist etwas für Mario. Dann ist das Spiel Rest egal, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir zuerst egal. Da ist Donkey Kong eher der Loser und es ist so, dann passt das alles ganz gut. Ja, das kann richtig gefährlich werden. Vor allem, wenn ein Stern angezeigt wird. So, das wäre auch so. Die hat irgend so ein Super-Item, ne? Ich sollte irgendwie auch mal in so einem Item-Shop gehen, aber ganz ehrlich, so Sitten. Oder auch Sitten, wie das hier so schön gesagt wird. Na, Eli, falls du es siehst, du weißt, letzter Freitag Splatoon-Stream. Egal. Auf jeden Fall würde ich auch ganz gerne mal irgendwas ein Item bekommen. So, jetzt gibt es dann wieder ein 4-Player-Minigame. So kennen wir das. So lieben wir es, so mögen wir es. I don't know. So. Okay, los geht's. Upsala. Wir müssen jeweils die anderen kalt machen. Aua. Und da hat die Peach gewonnen. Leute, ich habe mich von Mädchen fertig machen lassen. Wie abwürdigend ist das? Okay, das war gerade sehr mädchenfeindlich. Und nein, ich bin nicht so drauf, sorry. Ich akzeptiere Mädchen. Ich kann selbst Mädchen Judo machen und Kampfsport und sowas. Ich akzeptiere das. So, und mit den Bomben-News. Danke, Miss, fürs Zuschauen von dem heutigen Part von Mario Party 2. Schaltet das nächste Mal wieder ein oder am Freitag, wie immer, zum Splatoon und Minecraft Community Livestream ab 20 Uhr. Dafür kann ich nur genug Werbung machen. Macht's gut, dementsprechend. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein und ciao.